mich wieder sehr erfreut, dass ihr all wieder zur Kehreröffnung gekommen seid. Ich begrüße euch alle, die Jungen und auch die Alten, denn ihr seid die Leute, die noch was von Tradition halten. Nur mit so Leuten wie euch, mit so einem Kehre Spaß. Seid froh, dass ihr da seid, denn die, die heute nicht da sind, haben wohl wieder was verpasst. Ich glaube, dass ihr da all meiner Meinung seid und gehe davon aus, ihr seid alle für die Dillemer Kehre bereit. Erhebt euer Gläser nach dem Motto, wir trinken nur, wenn es nichts kostet, auf die Dillemer Kehre, wurscht. Wo ist denn jetzt kein Glas? Schade, gell, hab's vergessen. So, das war nun die Begrüßung, das war der erste Streich, doch der zweite folgt sogleich. Ich begrüße unseren OB Hans Reinwald, das ist schließlich meine Pflicht. Schön, dass du heute zu uns gekommen bist. Jung, dynamisch, ich glaube, dem geht die Pusche nicht so schnell aus. Darum begrüßt ihn mit einem super, super Applaus. Begrüßen tue ich natürlich unsere Bürgermeisterin Gaudia Felden, die ist immer dabei. Ich glaube, so wird es auch immer sein. So ist es bei uns Brauch. Auch für Sie bitte einen Applaus. Ist sie überhaupt da? Hat ich gar nicht da. Dann hat sie mir aber eine Gelegenheit. Aber es ist mir jetzt schon nicht, habt ihr abgeklatscht. Ich begrüße den Stadtrat, die Ehrenbürger und natürlich die Pfarrer aus unserer Stadt und natürlich von der Verwaltung alles, was Rang und Name hat. Ich begrüße unseren Pfarrer Wolfgang Keller, AD, dass du gekommen bist, das finde ich schön. Ich begrüße unser wildes Nachbarvolk, die Graukorbelschießer. Da komme ich einfach nicht drauf vorbei. Aber ich glaube, es hat sich bald erledigt. Die Mauer sich so langsam immer mehr nahe. Ich befürchte, die Bauern um ganz Sandhausen, eine Mauer außenrum, dass Korn Sandhäuser nach Dilde kommt. Ich finde es schade. Das einzige Schöne, was die Abend mir auch sehen, ist nämlich, wenn sie nach Dilde auf die Kerbe gehen. Darum möchte ich die Sandhäuser nochmal ganz herzlich begrüßen. Auch das ist schon Brauch. Und bin natürlich auch hier. Es kennt ja das letzte Mal sei mein super Applaus. Zum Abschluss meiner Begrüßung begrüße ich rein lokal die RNZ und Batz. Ich hoffe, dass ich jetzt niemanden vergessen habe. Auch die Presse hat einen Beifall verdient. So soll es auch sein. Die machen nämlich immer schöne Bilder und Berichte rein. Was ich natürlich noch unbedingt erwähnen möchte, ist unser Umzug. Das war heute wieder der schönste Umzug gewesen. Dafür möchte ich mich wieder bei allen Umzugsteilnehmern bedanken. Vor allem Dinge bei den Organisatoren. An erster Stelle Uwe Sulzer. Lieber Uwe, danke. Es war wieder ein Augenschmaus. Also tut mir allen Gefallen und gibt alle Teilnehmer nochmal einen verdienten Applaus. Zudem möchte ich mich, es liegt mir am Herzen, ihr liebe Kehrwegäste, bei allen Vereinen bedanken, die mitmachen in unserem Kehrwefest. Dafür glaube ich, dürfen wir wirklich dankbar sein. Ich glaube, dass ihr alle da meiner Meinung seid. Das war jetzt meine Begrüßung gewesen, aber ich bin so frei und gehe gleich auf unser Motto ein. Wie ihr alle sehen könnt, stehen wir als Eisverkäufer heute hier. Wir verkaufen nicht bloß Eis, sondern auch Bier. Was haltet ihr von unserem mobilen Café zur alten Fabrik? Wohl ehrlich, ist das nicht schick? Wie ich da drauf gekommen bin, ihr liebe Leute, darauf gehe ich später etwas näher ein. Ich hoffe, wir haben euch mit unserem Motto wieder überrascht. Wenn ja, dann ich mich jetzt freue, wenn ihr mal richtig platzt.
Vielen Dank, drum erhebt jetzt euer Gläser und stimmt mit mir ein. In Dilje wird immer die schönste Kerbe sein. Prost! Jetzt möchte ich euch noch auf die Schnelle meine Schlange vorstellen. Eigentlich bräuchte ich schon die Namen gar nicht nennen. Ganz Dilje tut die zwei ja kennen. Rechts von mir, Ralf Panzer und Klaus Heuchler, ein jedem bekannt. Das sind die besten Eisverkäufer im ganzen Land. Ich muss euch mal loben, ihr habt eure Sache während dem Umzug gut gemacht, denn mit unserem Eis haben wir jung und alt glücklich gemacht. Ich würde sagen, gebt dem Ralf und dem Klaus schon davor nochmal einen besonderen Applaus. Ich fahre jetzt fort mit meiner Rett, denn heute ist heute. Wir haben uns ja all so auf die Kerbe gefreut. Doch was wäre die Kerbe ohne Stumpel, wie Indianer ohne Zelt, wie ein Sub ohne Salz und wie ein Bänker ohne Geld. Wir haben die schönste Stumpel im ganzen Land, das weiß ein jeder, das ist bekannt. Ich glaube, das ist jetzt der spannendste Moment, weil ich jetzt ihren Namen nenne. Servicia von der alten Fabrik. So, jetzt ist Ihr Name bekannt. Ich stehe sauer. Wir nehmen jetzt alle nochmal unser Gläser in die Hand. Wir trinken unser Stumpel, denn das ist der Brauch. Ihr dürft ruhig mal klatschen, das ist wirklich erlaubt. Jedes Jahr an der Stelle weiter. Ich gehe ein bisschen aufs Ortsgeschehen ein. Passt gut auf, denn jetzt wird es heiler. Leute, stellt euch vor, da vorne auf dem Parkplatz, neben der alten Fabrik, es ist der Parkplatz, wo noch nicht fertig ist. Da hat eine Frau eingeparkt und wollte ihr Können zeigen, ihr Leid, doch das war alles bloß nichts Scheiß. Die ist auf dem Parkplatz reingefahren, ganz elegant, bloß ist sie beim Vorwärtsfahren auf den Sandstein gerannt. Im ersten Moment ist sie verschrocken, hat aber gedacht, das bloß ich nicht auf mir hocken. Den Rückwärtsgang neige gemacht, zurückstoßen, falsch einschlagen und schon wieder hat es gekracht. Sie hat leider nicht an Sandstein auf der linken Seite gedacht. Das Gleiche ist dann nochmal passiert. Das Auto war ganz, ganz schön demoliert. Dann hat sie plötzlich die Wut gepackt, Gas gegeben und nichts wie ab. Die Frau hat mir leid getan. Aber ich kann auch nicht verstehen, wenn man nicht einfahren kann, dann lässt man lieber sein Auto stehen. Ich erzähle euch jetzt was, das ist dem Uwe Sulzer passiert, der ist da hinten aus dem Rothaus rausmarschiert. Als er aus der Tür rausgekommen ist, hörte er ein lautes Geplätscher und hat gehorcht und hat gedacht, ah, was könnte das sein? Ah, das wird doch nicht hoffentlich im Rothaus ein Wasserrohrbruch sein. Er sah Wasser vorbeilaufen und hat den Wasserlauf erfolgt und stellte dann fest, da stand auch noch zwischen dem Rothaus und dem Fahrstuhl und hat gebündelt. Vermutlich war der voll gewiss. Der Uwe hat ihn dann sofort zur Rede gestellt und auch erklärt, dass es gibt ein paar Meter weiter vorne eine öffentliche Toilette. Der Mann hat dann bloß gesagt, ah, das war es doch ich nicht. Der Mann hat sich dann rumgedreht und ist in Richtung Weberstraße gelaufen, ganz unverfroren. Der Uwe hinterher, doch plötzlich hat er leider die Spur verloren. Die Moral von der Geschichte, zwischen dem Rothaus und dem Fahrstuhl pinkelt man nicht. Spieglein, Spieglein an der Wand, wo ist der Spiegel beim Capri an der Wand? Ich kann es euch sagen, das ist jetzt nicht gehetzt, den hat man ganz einfach so circa um 10 Meter versetzt. Alle, die jetzt aus dem Wilhelmstraße kommen, tun jetzt fluche, weil die alle beim Rausfahren jetzt den Spiegel suchen. Jeder fragt sich, wie kann man sowas machen? Ich kann es euch sagen, jetzt wird er lachen. Man hat bei der Planung von der Heustraße nicht daran gedacht, dass hier unten oben am Capri im Spiegel hängt. Man pflanzte dort, ich glaube es kaum, genau vor dem Spiegel einen Baum.
Ich habe ja nichts gegen den Baum. Der ist schön, wunderbar. Aber dass der auch größer wird, das war jedes Kind, das ist jedem klar. Was soll ich dazu sagen? Das ist nicht Kids. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte man gescheiter den Baum als den Spiegel versetzt. Der Mai war gekommen, die Bäume schlagen aus, aber im Sandhause sieht es wieder ganz anders aus. Die wollten ihren Maibaum stellen, doch sie stellten fest, der Stamm war auf der anderen Seite voller Risse gewiss. Man hat dann aus Sicherheitsgründen kurzfristig entschlossen und hat den Maibaum um 4 Meter absehen lassen. Die haben jetzt den größten Maibaum im ganzen Kreis. Ich stehe mich schimmel. Deshalb dürfen die Zukunft den Maibaum nur noch Maibäumchen nennen. Wer es nicht darf, kann es im nächsten Jahr der Zeit lesen. In Sandhausen ist wieder Maibäumchen stille gewesen. Urlaub ist was Schönes, Urlaub ist toll. Ich habe lange überlegt, ob ich euch das heute überhaupt erzählen soll. Zur Ehepärin aus Dille haben wir Urlaub gebucht, was einer so jeder so mischt. Doch der Zufall will, die haben wir auf der gleichen Insel gebucht und sind bloß 3 Hotels auseinandergewisst. Die Pärin sind miteinander gut bekannt, den Namen tue ich natürlich nicht nennen, denn ich glaube, die tut jeder von euch kennen. Das Ornepäle war schon öfters dort, die haben dann sind einmal gesagt, wir leihen uns ein Auto und zeigen euch die Insel und einen schönen Ort. Kaum war ich dort gefahren und musste irgendwo wenden, bleiben die doch tatsächlich mit dem Auto an einem Randstau hängen. Das Auto war leicht beschädigt auf der hinteren Seite. Was ich jetzt sage, das ist wirklich Beuheit. Die wollten das dann selber reparieren, doch das ging leider nicht. Die Männer waren besorgt, was machen wir jetzt? Da sagte eine der Frauen, was macht das schon? Wir haben doch schließlich Vollpension. Die anderen 3 haben sich dann auch geguckt und gelacht. Du könnt ja mal sehen, wie still man aus Vollkasko Vollpension macht. Ein Ehepaar, die sind fast jedem bekannt, haben wieder wie immer in jedem Jahr Gurkau gepflanzt. Damit denn ihren Hund beim Pinkeln nicht an die Pflanze draufkommt, machte der Chef des Hauses in gar nicht Zaun außenrum. Die Gurke sind gewachsen, eine wahre Pracht. Doch immer wann die Ende wollte, war die Gurke schon abgemacht. Die haben gedacht, ah, das kann doch nicht sein. Da geht bestimmt nachts auch noch in unseren Garten rein. Doch dem war nicht so. Es stellte sich dann raus, dass denn ihren Hund die Gurke klaut. Die haben ihren Hund ertappt, wo der über den Zaun drüber kopft ist und hat die Gurke alle abgefressen. Wahrscheinlich, vermutlich, ist das für den Hund eine richtige Delikatesse. Der Mann hat dann gleich reagiert und hellere Zaun orientiert. Dann war Ruhe. Doch bei der Montage stellt er fest, dass die Hälfte von den Gurken, das sind jetzt Korfaxe, durch den Zaun zum Nachbarn überwachsen. Der Nachbar hat natürlich gelacht. Der hat nichts gepflanzt, aber Gurke abgemacht. Nur so, zusage ich bloß eins. Weil das Geld, das sind jetzt Kapusse, kann man sich die Gurke schicken lassen. So, wenn wir jetzt gerade beim Pflanzen sind, kommt mir gerade noch was in den Sinn. Ich bin vor kurzem Richtung Altenheim gelaufen und war völlig überrascht. Man hat in der Kinderkrippe endlich Rollrasen eingemacht. Ich habe das in Weiling gesehen und habe gedacht, ah, das kann doch nicht sein. Warum machen die da 2 Sorten rein? Ich habe dann gedacht, ah, das gibt es doch nicht im braunen Rasen. Aber vielleicht ist es eine neue Sorte. Neugierig wie ich bin ich dann gleich nachgelaufen vor Ort. Doch leider stellte ich fest, die eine Seite war grün, die andere Seite ist war dort gewesen. Rollrasen braucht den ersten Festtag viel Wasser. Mein Team an die TBL, schon verdettert da. Ich geh's ganz still. Über den bepflanzten Kreisel wollte ich eigentlich gar nichts sagen. Aber es liegt mir halt einfach im Auge. Der neue kreierte Kreisel auf der Schwarzen Brücke ist zwar besser wie der vorher,
Das sage ich jetzt einmal so ganz locker, aber ganz ehrlich, der reißt mich jetzt nicht vom Hocker. Da soll jetzt noch ein Frosch drauf, das finde ich toll. Ich weiß bloß nicht, was ein Frosch auf dem Kieselmeer soll. Wir haben schon für den Kreisel Vorschläge gemacht, doch leider hat man uns nicht bedacht. Ich gehe jetzt nicht näher auf unseren Kreisel ein, auf jeden Fall könnte es nicht schöner sein. Wenn man schöne Kreisel sehen will, so braucht man nicht einmal so weit fort. Geht gerade einmal nach Nussloch in unseren Nachbarn. Jetzt gehe ich noch ganz kurz, das muss aber sein, auf die Parksituation in der Tede-Horst-Straße ein. Die Straße ist soweit fertig. Man kommt mittlerweile auch ins Bachkessel rein. Aber so wie die dort parken, hat das kann es nicht sein. Der Huber Fritz hat dort in barrierefreien Zugang gemacht. Ich finde das ist auch eine gute Sache. Doch leider wird nur meistens davor auf dem Gehweg geparkt. Das finde ich allerhand, weil du kein Mensch drauf vorbeilaufen kann. Da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder er weicht auf die Straße aus, das sollte man aber auf jeden Fall nicht machen, oder er lebt durch den Fritz sein Lade, durch die Garde, das ist es nicht zu machen, und der Fritz ist dann hinten drauf, demjenigen Garage aufmachen. Noch so ein Fall, wie ihr alle wisst, wird aufgrund der Baustelle jeder Anwohner in Parkschein ausgelegt, in Parkausweis gelegt, damit sie bei der alten Fabrik parken können. Eine tolle Sache. Doch manche Morgen mit dem Ausweis können sie alles machen. Er stieg weiter beim Huber, auf der anderen Seite, da parken sie mit dem Ausweis, mit dem Gehweg, da kommt kein Mensch mehr vorbei. Also mal ehrlich, das kann es doch einfach nicht sein. Der Gehweg ist immer nur für die Fußgänger. Dass manche Autofahrer das nicht begreifen können, schon schätzt man ja die ganze Straße durchteren können. Darum ein Appell von mir an die Junge und auch an die Alte. Die Straße ist zwar noch nicht offiziell geöffnet, trotzdem müsst ihr euch an die Parkordnung halten. So, ich bin jetzt gleich am Ende, ihr Leid, aber wie im Anfang versprochen, gehe ich noch mal ganz kurz auf unser Motto ein. Der Grund von unserem Motto wird hoffentlich jeder kapiert. Wir wollen ganz einfach, dass mit der alten Fabrik was passiert. Ihr dürft das mit dem Kaffee nicht so ernst nehmen. Das war nur so eine Idee. Ich fand den Eiswagen einfach so goldig, der ich wirklich sehe. Am liebsten wäre unser Bistro mit kleinen Snacks und eine Außenbestuhlung. Das wäre doch schick. Sowas muss unbedingt her. Das wäre was tausend Ortskennen. Vor alle Dinge hätte es ein bisschen Flair. Die Bürgerinfo war ja schon. Man hat sich gegen die Bebauung ausgesprochen, was war erklärt. Leider waren nicht so viele Leute da. Ich habe viel dort vermisst. Dort kam auch die Frage auf, was passiert mit der alten Fabrik. Darum hätte ich jetzt gerne eure Meinung gehört, ob ihr für die Breitnetz und für die Bewertung seid in der alten Fabrik. So, ich jetzt sage, das machen wir ganz einfach. Wir machen da jetzt nicht lang Faxe. Wer für die Idee ist, soll jetzt einmal ganz laut klatschen. Danke für eure Teilnahme. Schön, dass ihr habt mitgemacht. Und spannend, was jetzt unser OB und der Stadtrat da draus macht. Ich bin nun am Schluss vom Ortsgeschehen. Ich hätte euch gerne noch ein bisschen mehr erzählt von unserem schönen Ort. Aber ich glaube, es ist Langweilheit. Und hilft jetzt auch wirklich Durst. Prost. Doch eins muss ich noch sagen, in eigener Sache, wir tun in dem Jahr keine Stummelbeerdigung machen. Die Beerdigung findet im kleinsten Kreise statt. Es kommt eh kein Mensch mehr und es macht halt keinen Spaß. Die Kondolenzlichter liegt am Stand der Frösche aus. Es sind auch keine Trauerfeier statt, weil unser geliebtes Capri hier leider Urlaub hat.
Sollte sich mehr als 100 Leute in die Kondolenzliste eintragen, das wäre eine Sache, dann könnte man uns ja eventuell noch einmal fast nächste Jahr Gedanken machen. Ein Höhepunkt jagt den anderen, wir sind noch nicht ganz am Schluss. Ich rufe jetzt zur offiziellen Eröffnung mit Fassanstich unseren OB Hans Reinwald auf. Ich bin jetzt am Ende mit meinem Gequatsche. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne rummeln klatschen. Unterstützt die Vereine, es trinkt. Ich hoffe, ihr habt all viel Durst. Eine schöne Käfe wünsche ich euch, mein zwei Schlagge, der Ralf, der Klaus, unsere Servicia und ich, der Dieter, ein Käfepost. So, aber jetzt gebe ich das Mikrofon frei. Lieber OB Hans Reinwald, jetzt bist du an der Reihe. Eröffne die Käfe, stark an das Fass, mach's wie ein Angelloch, so elegant, bloß du mir Ohren falle und schlau mir nicht wie dem Blitzschieber den Krug aus der Hand. Liebe Dietmar, liebe Dieter Stetzenbach, liebe Kerbe Bosch, meine sehr verehrten Damen und Herren, also ich kann Sie beruhigen, schon mal vorweg. Ja? Ich habe jetzt gerade die letzten Wochen nächtelang im Rathauskeller, im Ratskeller unten geübt, mit den Fassbeeranstichen. Und ich garantiere Ihnen, das tue ich ja nur ganz selten mal, aber ich garantiere Ihnen, das geht heute ganz klar glatt. Und da gibt es keinen Spritz, keine Scherbe und gar nichts. Dieter, du kannst also beruhigt nachher mir assistieren dabei, gell? Und dann trinken wir den ersten gleich zusammen. So, aber bevor wir jetzt weiterschreiten, geht es noch darum, und zwar die besten Gruppen vom Umzug sind noch auszuzeichnen, bevor wir jetzt zum Fassanstich kommen. Und da fange ich zunächst schon mal an mit dem dritten Platz. Der dritte Platz hat der evangelische Kindergarten erzielt. Und da bitte ich einen Vertreter zu mir nach vorne, bitte. Keiner da? Also, dann fahren wir weiter. Den zweiten Platz hat der TV Germania geholt und da bitte ich einen Vertreter zu mir, da gibt es ja genügend, da müsste jeder irgendwann kommen. Wenn nicht, übergeben wir es nachher am Platz oder am Stand. Mit? Ah, Frau Kettelmann persönlich, also Frau Kettelmann. Fasching ist zwar noch nicht, Frau Kettmann, aber herzlichen Glückwunsch für den zweiten Platz. So, und dann natürlich der Sieger. Ein Applaus natürlich nochmal erst. Und dann zum ersten Platz. Kann das sein? Das wird aber sich dann nicht verschrieben. Kann das sein, die Frösche? Also, erster Platz, KC Frösche, herzlichen Glückwunsch, einen Applaus. Keine Sorge. Sehr schön. Schön, dass Sie sich alle wieder beteiligt haben, aber auch ein herzliches Dankeschön natürlich doch an alle Gruppen, die sich daran beteiligt haben. Bevor wir jetzt natürlich zum Fassanstich kommen, möchte ich zunächst mal noch allen Vereinen danken fürs Mitmachen, für die viele Arbeit, die ja dahinter steckt. Das sieht man vielleicht als Besucher gar nicht so, was immer da an Organisation, Arbeitskräfteeinteilung, alles Mögliche dahinter steckt. Dafür nochmal ein herzliches Dankeschön. Natürlich auch ein Dankeschön an die Kerwe Bosch, auch an den Uwe Sulzer, der ja unser Mr. Kerwe ist, nicht nur in Dilja, auch in Lorme drüber. Und der ist momentan unter großer Anspannung, dass alles gut klappt, aber ich denke, er hat es wieder gut hingekriegt und das ist auch nochmal ein Applaus wert. Vielen herzlichen Dank, Herr Sulzer. So, und jetzt können wir eigentlich starten zum Fassbeeranstich. Nur ein letzter Punkt habe ich noch. Und zwar, ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei der Frau Herb, der die Bewertung der Gruppen immer vornimmt, herzlich nochmal bedanken. Ich bitte Sie auch nochmal zu mir nach vorne. Wir haben natürlich noch eine Kleinigkeit. Ah, da halt, da ist es bei der Blumen. Vielen Dank, Sie machen das, finde ich, sehr charmant, wie Sie die Gruppen immer beschreiben und auch vorstellen. Dankeschön dafür, das ist eine Tradition, die gehört dazu. Vielen Dank. Hans, Hans.
jetzt ohne Umschweife und ohne längere Größe reden, wünsche ich jetzt zunächst einmal der Dilly Makabe viel Erfolg. Wetter hat sich auch gemacht, da waren in den letzten Tagen doch eigentlich Unkenrufe, dass das ein Froschwetter wird, aber es wird es nicht. Es wird trocken bleiben, morgen wird es noch besser werden, Montag wird es dann brillant sein. Also reden Sie es weiter darüber, dass wir noch möglichst viele Gäste bei der Kerwe haben. Ich wünsche uns allen vergnügliche, schöne Stunden auf unserer Dilima Kerwe und vor allem eine friedliche und erfolgreiche Kerwe. Auch viel Erfolg den Vereinen. Vielen herzlichen Dank und jetzt geht's zum Fachbärenstich.